Hallo, lieber Wassermann, und willkommen zu deiner Tarot-Wochenbotschaft für die Zeit vom 22. bis 28. Januar. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und wie immer ist es hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden Wassermann passen kann. Und von dem her darfst du dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Wir schauen hier auch direkt in die Karten hinein für dich. Und ich habe hier Dvalkul für dich gezogen, die göttliche Mission. Dvalkul ist auch ein Meister des Herzens, der mit dem Smaragd des Herzens verbunden ist. Und es geht um eine Form von Handeln, die aus, wie soll ich sagen, aus lichtvoller Inspiration stammt. Und er sagt, triff Entscheidungen aus deinem Herzen. Und immer wenn die Entscheidungen aus dem Herzen herauskommen, dann sind sie auch voll Licht. Und deine aktuelle Situation, so sagt Dvalkul, dient dazu als Möglichkeit, als Chance, dass du dich als ein spirituelles Wesen erfahren kannst, das eine menschliche Erfahrung macht, ja? Dass du erkennst, dass du ein spirituelles Wesen bist, das eine Erfahrung in einer Inkarnation auf der Erde in einem menschlichen physischen Körper macht. Und er sagt, sei mitfühlend in deinen Handlungen und auch in deinen Entscheidungen und sei auch offen für die Sichtweisen und Blickwinkel anderer Personen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja sehr verloren gegangen ist, diese Offenheit, die Blickwinkel und die Sichtweisen von anderen anzuhören und das Mitgefühl zu haben, diese Sichtweisen und Blickwinkel zu verstehen, quasi es nachvollziehen zu können, auch wenn wir diesen Blickwinkel nicht teilen. Und er sagt, lass selbstsüchtige Wünsche und Bedürfnisse los, die dir auf längere Sicht gesehen nicht dienlich sind, und das wird dir helfen, lichtvolle Schritte nach vorne zu gehen. Von dem her bringt dieser Meister für dich in dieser Woche eine ganz wichtige Botschaft, nämlich dieses, versuchen, andere Menschen zu verstehen und warum sie denken, wie sie denken. Ja, also ich persönlich finde das ja ganz, ganz spannend, immer herauszufinden oder versuchen zu verstehen, warum tickt jemand so, wie er tickt? Ja, und warum kommt derjenige zu dieser Sichtweise, die er hat? Was liegt dem zugrunde? Was ist passiert? Ja, warum ist er so, wie er ist? Das ist etwas, das hat mich von Kindesbeinen an total inspiriert und fasziniert, ja. Deswegen habe ich auch psychotherapeutische Ausbildungen gemacht, weil ich lernen wollte, wie ich das bestmöglich verstehen kann. Und das bedeutet nicht, dass wir Sichtweisen von anderen teilen müssen. Aber es wäre schon mal ein großer Schritt nach vorne in unserer Gesellschaft und in der Menschheit generell, wenn wir die Fähigkeit hätten, andere anzuhören und zu versuchen, andere zu verstehen und aufhören, auf ihn rumzuhacken, nur weil sie nicht die gleiche Meinung haben wie wir. Wir schauen weiter in die Mondkarten. Ja, schau dir die größeren Zusammenhänge an. Das ist eben genau das. Versuche zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Versuche zu verstehen, warum die Menschen in deinem Leben sind, wie sie sind. Warum sie denken, wie sie denken. Was liegt dahinter? Das ist so interessant. Und das ist mir persönlich viel mehr wert als dieses aufeinander rumhacken, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Das ist sowas von gar nicht spirituell. Ich glaube auch, dass die meisten Leute, die diesen Kanal schauen, das nicht tun. Und das finde ich ganz toll. Danke dafür. Und wir schauen weiter in die Tarotkarten. Bevor ich hier weiter rumquassel, ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Also, es mag sein, dass du momentan vor einer Entscheidung stehst, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll.
Ja, diese Karte, die zeigt immer Pro- und Kontra-Entscheidungen an und die zeigt einfach, dass es genauso viel Gutes wie Schlechtes an etwas gibt. Das ist aber eigentlich auch eine Karte, die sagt, dass wir fähig sind, beide Seiten einer Medaille zu betrachten und eben auch fähig sind zu schauen, was dahinter liegt, ja, im gesamten Bild. Und ja, wenn wir im Mitgefühl sind, wenn wir alle Seiten einer Medaille betrachten, dann können wir einfach auch Entscheidungen treffen, die aus dem Herzen kommen. Und wir haben hier den Kaiser. Und der Kaiser steht immer für strategisches Denken. Der steht eben auch für die Macht, die wir hier sehen. Und für Selbstbewusstsein, ja. Und der Kaiser braucht sein Selbstbewusstsein, um überhaupt fähig zu sein, sich alle Meinungen anzuhören. So ein Kaiser und auch die Kaiserin, die waren ja auch so eine Art Richter. Ne, oft, wenn die Untertanen sich gestritten haben, dann sind sie vor den Kaiser getreten oder vor den König, die Königin getreten, haben ihre Anliegen vorgetragen und dann hat der Kaiser darüber entschieden. Oder eben auch die Königin, der König. Und sich diese Dinge anzuhören, da muss man schon ganz schön im Selbstbewusstsein sein, um sich eben nicht direkt angegriffen zu fühlen, ja? Und das ist eben etwas, was hier auch liegt in der Stärke des Kaisers, dass wir einfach die Fähigkeit besitzen, die Standpunkte von anderen anzuhören, sie zu akzeptieren und versuchen, sie zu verstehen, aus dem Herzen heraus, ohne uns da selber irgendwo angegriffen zu fühlen. Also auch wenn jetzt jemand irgendetwas auf uns projiziert und vielleicht wirklich auch Worte wählt, die ein bisschen hart sind uns gegenüber, einfach mal ruhig zu bleiben und in dem Selbstbewusstsein zu bleiben, okay, ich möchte verstehen, was hier los ist. Denn nur aus diesem Verständnis heraus, wenn ich es mit dem Herzen verstehe, wenn ich wirklich verstehe, was dahinter liegt, ja, dann kann ich ja adäquat und mitfühlend handeln. Wir haben hier die 6 der Stäbe und die 3 der Luft, ja, und das heißt, dass du siegreich sein kannst, auch mit Themen, die belastet sind von Kummer. Und die Karten sagen eben, der beste Weg, alles, was dir Kummer macht, in deinem Leben zu lösen, ist wirklich in dein Herz zu schauen, auf dein Herz zu hören und dir das größere Bild anzuschauen, dir die Zusammenhänge anzuschauen, dir die Hintergründe anzuschauen. Warum ist etwas, wie es ist? Was hat dazu geführt? Woher kommt das? Ja, was sind die wahren Gründe hinter dem, was jemand sagt und dem, wie sich jemand verhält? Und wir haben hier noch die 4 der Scheiben und das Ass der Luft. Das Ass der Luft ist einfach immer eine Karte der Klarheit. Und die Macht, die zeigt immer an, was jemand auch so ein bisschen nach außen gibt. Ja, die Fassade, die jemand hat. Und in dieser Karte kann es auch darum gehen, dass wir hinter die Fassade von jemandem schauen. Auch ein Thema, was mich Zeit meines Lebens fasziniert ohne Ende, dieses hinter die Fassade von jemandem schauen. Was ist hinter dem, was jemand vorgibt zu sein? Ja, was liegt hinter den Masken der Menschen? Hinter dem, was sie nach außen geben, hinter ihren Klamotten, hinter ihrem Besitz, mit dem sie sich umgeben. Auch hinter den Rollen, die sie spielen im Alltag. Ja, es ist immer wichtig zu wissen, was ist bei einem selbst dahinter. Aber wenn es darum geht, das große Ganze zu betrachten und eben auch andere Menschen aus dem Mitgefühl zu betrachten, dann finde ich es immer ganz wichtig, ja, zu schauen, was liegt hinter der Fassade. Da liegt meistens Schmerz, Trauer, Angst, wenig Selbstbewusstsein, Verletzungen, ja. Was hat die Menschen zu dem gemacht, was sie heute sind? Und je tiefer wir da reintauchen, ja, kommen wir auch an den göttlichen Kern, der jedem Wesen inne wohnt. Und wenn wir den göttlichen Kern sehen, hinter der Fassade, dann können wir die Menschen eigentlich nur lieben.
Und das ist das, was hier mit dem Ast der Luft auch noch mit reinkommt. Also es ist so, ja, ein Schlüssel zu einer göttlichen Mission. Es ist eine göttliche Mission, in die Herzen der Menschen zu schauen und zu schauen, was macht sie eigentlich aus? Und wie wunderschön sind sie hinter der Fassade. Wie wunderschön ist das, was sie verstecken und keinem zeigen. Und das hilft den Menschen, sich wirklich auf einer tieferen Ebene zu begegnen. Und ich habe hier für dich noch die gesegnete Veränderung liegen. Eine bedeutende Lebensveränderung schenkt dir großen Segen. Und wie gesagt, durch die Augen von Dvalkul zu schauen und auf die Art und Weise die Dinge zu betrachten im Leben, das ist eine gesegnete Veränderung auch für uns selbst. Ja, lieber Wassermann, soweit deine Tarot-Botschaft für diese vierte Woche im Januar. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe!